Am Samstag, den 6. Mai, feierte die Freiwillige Feuerwehr Ramstein zum diesjährigen Florianstag auch ihr 150. Jubiläum. Doch bevor es zu den Feierlichkeiten ins Haus des Bürgers ging, fand zuvor in der katholischen St. Nikolaus-Pfarrkirche der festliche Floriansgottesdienst mit den aktiven Wehrmännern und Frauen sowie den vielen Gästen von befreundeten Feuerwachen statt. Gott zu ehren und für die Menschen zu wehren, das würde nur ein Schlagwort bleiben, wenn es nicht bis ins Letzte, bis ins Innerste geht. Gemeinsam wurde dem verstorbenen Kameraden gedacht und die Wegbereiter der heutigen Feuerwehr geehrt. Nach dem Gottesdienst ging es mit der aktiven Wehr, der Jugendfeuerwehr sowie den Alterskameraden und Gästen ins Haus des Bürgers zur 150 Jahre Jubiläumsfeier. Wehrleiter Franz Josef Preis begrüßte alle Gäste herzlich und ohne viele Worte zu machen, präsentierte die Feuerwehr ihre Geschichte aus 150 Jahren auf eine besondere Art und Weise. Zusammen mit Martin Fischer und Ramstedt TV wurden mehrere Kurzfilme produziert. Zu Beginn stand natürlich die Gründung der eigenen Feuerwehr in Ramstein im Jahre 1967 an. Amüsant anzuschauen war vor allem auch die Nachstellung einer Alarmierung und die etwas skurrile Durchführung des Einsatzes. Vom kleinen Schuppen und Eimer Wasser bis hin zur Wasserpumpe war es ein langer Weg und er wurde mit viel Improvisation gemeistert bis zum heutigen 2017. Auch die Anfänge der Übungseinheiten sowie die Gründung der Frauengruppe, Jugendfeuerwehr und diversen Fortschritten und Entwicklungsphasen der Feuerwehrtruppe wurde erzählerisch informativ und unterhaltsam dargestellt. Im Anschluss danken auch Landrat Paul Juncker und die Bürgermeister Ralf Lessmeister sowie Ralf Hechler im Namen aller Bürgerinnen und Bürger für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement, 365 Tage im Jahr für die Gemeinde stets bereit zu stehen. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich wünsche euch, dass ihr bei all euren Einsätzen stets unversehrt und erfolgreich zurückkehrt, bei all eurem Tun gottesreichen Segen und uns allen einen schönen Jubiläumsabend. Der Applaus ist berechtigt. Vielen Dank. Es folgten für die Wehrmänner und Frauen viele Beglückwünschungen aus nah und fern. Anschließend wurden Ehrungen in verschiedenen Kategorien ausgesprochen und überreicht. So wurden zum Beispiel die Jungs und Mädchen, die der Jugendfeuerwehr beigetreten sind, gratuliert. Danach wurden die Neuzugänge der aktiven Wehr geehrt, ehe es mit den Urkunden zur Beförderung zum Feuerwehrmann weiterging. Auch die Beförderungen zum Oberfeuerwehrmann wurden namentlich beglückwünscht und ausgezeichnet. Zum Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein wurde Stefan Strasser gekürt und die Ehrungen zu 10, 20 und 30 Jahren Freiwilliger Feuerwehr mit 7 Gratulanten durfte ebenfalls nicht fehlen. Jürgen Kneip hingegen wurde nach insgesamt 37 Jahren Wehrdienst in der Ramsteiner Feuerwehr mit einem weinenden und lachenden Auge verabschiedet und für seine Motivationsarbeit gelobt. Dann wurden die erste Kreisbeigeordnete Gudrun Hess-Schmidt und Bürgermeister Ralf Hechler auf die Bühne gebeten. Ein besonderer Anlass für eine besondere Ehrung, nämlich der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille. Vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes wurden sie für ihre hervorragenden Leistungen aus dem Gebiet des Feuerwehrwesens gewürdigt. Nach dem offiziellen Abendprogramm wurde bei Tanzmusik gut gespeist, miteinander geplaudert oder so manch einer nutzte das Angebot, die 2 Tage zuvor eröffnete Ausstellung Die Bekannte und Bekannte der Feuerwehr anlässlich des 150. Jubiläums im Heimatmuseum des Alten Rathaus zu besuchen. Bis Ende Juli 2017 hat man die Möglichkeit, sich die tollen Erinnerungsstücke, Geschichten und vieles mehr anzuschauen. Kommt mal vorbei, es lohnt sich allemal für klein und groß. Diesbezüglich des 150. Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr folgen noch weitere Beiträge. Bis dahin, euch eine gute Zeit.